Mahlzeit, ich bin's wieder, herzlich willkommen bei mir und ey, das sind die gefühlte 55 Grad gerade, ich stehe hier auf dem Balkon, sitze hier auf dem Balkon, ey, ich schwitze mir den Arsch ab und werde, glaube ich, auch gleich Bahn gehen. Oh, guckt euch mal an. Alter, mega Erdbeeren, so fett, ich hoffe, die schmeckt lecker. Oh Gott, oh, ist süß. Aber, was ich euch eigentlich mitteilen wollte, ist, unsere Kleine, die jetzt leider schläft, die krabbelt jetzt sowas von mega krass auf einmal, die ist 7 Monate und das finde ich schon mega krass, krabbelt jetzt hier und die rankt sich schon überall hoch und steht und klettert und isst schon alle. Irgendwie ist das voll krass. Zeit verrennt voll schnell. Krass, also ich sag euch eins, Leute, genießt die Zeit wirklich mit euren Kindern. Wenn ihr Kinder bekommen solltet oder irgendwann mal eins haben wollt, wirklich, ey, geht in Elternzeit oder genießt die Zeit, erlebt die Zeit. Die Zeit geht so schnell vorbei, also ich kann nur für mich sprechen, jetzt ist so geil, dass ich alles mitbekomme. Ich habe bei meinen ersten Kindern nicht alles mitbekommen, weil ich halt arbeiten war und jetzt bin ich halt zu Hause, hab mir mal frei. Ja, und wir kriegen wirklich alles mit und es ist so mega cool. Ey, vor allen Dingen ist die so fröhlich, ja. Und gleich, wenn sie wach ist, dann werde ich auch noch ein paar Aufnahmen machen. Dann werde ich euch mal zeigen, wie sie so krabbelt, wie sie sich so hochrankt. Und ja, wünsche euch viel Spaß und dann geht es weiter. Bis gleich. Mauselpupse ist jetzt wach. Oh, hat die schöne blaue Augen. Also ich kann euch wirklich nur eins ans Herz legen, wenn ihr die Elternzeit nutzen könnt, dann nutzt die Elternzeit, weil dann habt ihr wirklich mega viel Spaß zu Hause, dafür kann ich garantieren. Ja, manchmal kann man es halt nicht ändern, weil manchmal muss man halt arbeiten, da bleibt nichts anderes übrig. Einer muss ja meistens arbeiten gehen. Machst keine Probleme, oder? Willst du auch mal YouTube machen irgendwann? Stimmt, wa? Aber jetzt heißt es erstmal auf Wanderschaft gehen. Ja, das ist, ich wollte euch einfach mal so ein kleines Update schenken. Und schreibt mal in die Kommentare, nach wem sie kommt. Ob sie eher nach mir kommt oder nach Anne oder von beiden. Also das würde mich mal interessieren, was ihr denkt, weil wir können das nicht so entziffern. Das ist irgendwie schwer. Ich glaube, da steckt beides drin. Also meine Meinung ist beides. Ey, sie ist auch wirklich den ganzen Tag am Lachen. Würde gerne mal so wissen, wie bei euch ist so. Unsere ist halt jetzt im 7. Monat. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum viele sich immer so betteln, ja. Viele betteln sich ja immer. Oh, meine Kandidate. Irgendwann können sie das alle. So, jetzt wird lecker. Bolognese, glaube ich, mit Bolognese mit Nudeln oder so. Und wohl immer kosten. Mmh, ja, das ist lecker. Und dann, komm mal her. Ja, Mahlzeit. Dicke, fette Sorry, dass gestern mein Video nicht rauskam, aber die Kinder haben bei dem Wetter gesagt, Papa, komm, mach uns jetzt nass, ja, und ich habe gesagt, okay, ab in den Pool und wir sind erstmal Bahn gegangen bei, weiß ich wie viel, 35 Grad, habe ich mir gedacht, gut, okay, ich muss heute mal verzichten und habe mir gedacht, dass ich das Video einfach heute zu Ende mache. Ist natürlich blöd jetzt, aber ist halt nun mal so, Kinder am Vorrang und das war natürlich Herzenssache für mich. Und ich werde jetzt demnächst und öfter vielleicht euch mal so ein Update machen. Wenn euch das Video gefallen hat und ich öfter mal mit meiner Familie, was mich jetzt sehr interessiert und wo ich auch Spaß habe, meine Videos machen soll, dann gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich wollte mich eigentlich verabschieden und wollte jetzt noch ein paar Herren grüßen, weil ja auch meine Jungs, finde ich, dran sein sollten mit Grüßen. Und da hat mir hier ein paar aufgeschrieben. Patrick Holz hat zum Beispiel gesagt, grüß mich, ihr bin ich. Jo, Patrick Gold, ich grüße dich hiermit. Danke, dass du Video guckst, dass du dabei bist, dass du mein Abonnent bist, hoffe ich. Danny Wilms, ja, liebe Grüße, cool. Nicole Zimmermann ist jetzt ein Mädchen, aber die hat gesagt, grüß mal meinen Freund, den Mauli. Ja, Mauli, liebe Grüße und ich will nicht wissen, warum du Mauli heißt, aber man kann sich halt denken. Aaron Zindel, liebe Grüße von mir.
Felix Müller, alles Gute, cool, dass du auch meine Videos hochziehst. Marc Schneider, liebe Grüße. Timo Wünsch, ich will dich grüßen. Du hast gesagt, du wünschst dir die Yoga-Challenge von mir und Anne wahrscheinlich. Anne kann ja gerade nichts machen, weil sie eine OP hatte. Sagt mir mal unten in die Kommentare, auf was für eine Challenge ihr Bock habt. Dann werde ich die demnächst umsetzen mit Anne und mal wieder eine coole Challenge drehen für euch natürlich, Mann. So, bevor ich jetzt wieder hier 10 Stunden laber, dann wünsche ich euch noch ein angenehmes Wochenende. Bleibt so, wie ihr seid und bis bald.